Hallo Vicky, im Tutorial zum Lösungsansatz habe ich davon gesprochen, dass wir mit dem Lösungsansatz auch die Allparteilichkeit, das heißt auch die Hersteller- und Produktneutralität adressieren. Ich könnte hier vielleicht von Produktneutralität sprechen, weil ich verschiedenste Produkttypen habe, definitiv aber nicht von Herstellerneutralität, weil die ja alle von einem Hersteller gekommen sind. Deshalb ergänze ich jetzt noch weitere Hersteller, dass wir zumindest schon mal eine erste Vielfalt haben. In der Zukunft wollen wir auch die Hersteller einladen, ihre Produkte hier einzutippen. Dann können wir es real erreichen. Regenschirme, das war dieses Stichwort. Hier sind noch mal ein paar weitere Begriffe, Schlagworte. Die finde ich auf der Wikipedia auch ganz gern. Vor allem, wenn es dann irgendwas wie Typen gibt, da kann ich dann noch mal richtig viele Begriffe generieren. Jetzt geht es darum, Hersteller anzulegen. Das heißt, neue Produkte aufzunehmen. Ich habe ausgehend auch von diesen Informationen geguckt, was gibt es denn alles. Ich habe zum einen nach einem reflektierenden Regenschirm gesucht, um die Sichtbarkeit in der Nacht zu erhalten. Dann habe ich nach einem Bergsteiger-Regenschirm gesucht, den ich ohne Hände nutzen kann. Und dann habe ich noch geguckt nach sonstigen reflektierenden Regenschirmen und nach sehr großen Regenschirmen. Und diese drei Hersteller lege ich jetzt an. Dazu gehe ich im Side-Menü auf die Hersteller und dann auf den Punkt Inhalt anlegen. Beim Hersteller suche ich das Impressum. Das ist bei europäischen Herstellern nicht schwierig. Bei englischsprachigen oder asiatischen ist es oft tatsächlich nur in den Terms und Conditions zu suchen. Ich kopiere die Information, also die offizielle Geschäftsbezeichnung, und füge die ein und lege dann den Hersteller an. Danach nehme ich die Straße, kopiere sie, hinterlege sie, nehme die Postleitzahl, Steuerung C, Steuerung V, den Ort, Steuerung C, Steuerung V. Das Bundesland brauche ich nicht. Ich kann jetzt schon Koordinaten ermitteln. Das Ganze findet in Deutschland statt. Wenn die Telefonnummer hinterlegt ist, ist das immer was Schönes. Das deutet so zumindest ein bisschen auf Seriosität hin. Es könnte natürlich auch drinstehen, einfach nur eine Telefonnummer, die es gar nicht gibt. So, ich kopiere die E-Mail-Adresse. Dann kopiere ich mir die Seite, auf der ich das Impressum finde, für den Fall, dass wir da mal intern nachschauen müssen, und gehe jetzt wieder zurück zur normalen Seite, wo das Produkt war. Und ich kopiere mir auch die Webseite, die im Zweifel nach außen ausgegeben werden soll, dass wir einen Nachweis haben, was ist denn das für ein Hersteller. Jetzt fehlt mir noch das Logo davon. Da kopiere ich wie bei den Lösungen die Bildadresse und füge sie ein. Lade das Ganze, weise es dem Hersteller zu und aktualisiere das Ganze. Das möchte ich nicht machen. So, jetzt nehme ich die weiteren Hersteller. Herzlich willkommen bei diesem Tutorial und fange dann mit diesem Hersteller an. Auch da finde ich wieder ein Impressum. Das öffne ich, lege einen neuen Inhalt an, habe dann diese offiziellen Firmenanschrift, die kopiere ich mit Steuerung C und füge mit Steuerung V wieder ein. Dann habe ich hier diese Markenbezeichnung Euroschirm. Die trage ich dann hier ein, dass ich sie später dann besser wiederfinden kann. Die Adresse kopiere ich mir und füge sie hier ein. Brauche ich noch die Postleitzahl. Das Schöne ist, dass man so ein Gefühl dafür kriegt, wo denn die ganzen Hersteller alle herkommen. Es ist spannend, wie sich manche Branchen auch ja tatsächlich in manchen Regionen bündeln. Das ist die Webseite, auf der ich das Impressum gefunden habe. Das scheint aber immer unten dran zu sein. Ich versuche es mal, wie das ist, wenn ich diesen Bereich rauslösche. Muss ich jetzt ein neues Fenster machen, dass ich die Daten nicht verliere. Und komme da auch noch richtig raus. Das ist doch wunderbar. Dann nehme ich die originale Firmenanschrift.
hier rein. Die Koordinaten möchte ich noch ermitteln. So, es gibt auch weitere Kontaktdaten. Das ist im Prinzip eine Fleißarbeit, aber es ist schneller gemacht. In der Zukunft wollen wir hier vor allem die Kontaktdaten zu den Menschen, die uns kennen, von denen wir auch Auskunft kriegen, die wollen wir hinterlegen. Das ist das, was wir beraten, ja mehr brauchen als eine allgemeine Firmenanschrift. So, hier habe ich das Bild jetzt nicht zugänglich. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, an das Bild zu kommen. Ich kann einen Screenshot vom Bild machen oder ich kann Dorking verwenden, so nennt sich das, wenn ich hier vor dieser Webadresse Site eingebe, also die Seite, Doppelpunkt, Euroschirm und dann mal nach einem Logo suche und auf die Bildersuche gehe, dann habe ich jede Menge Bilder und hier scheint doch dieses Logo zu sein. Das könnte ich jetzt in Windows rüberziehen, hier geht es nicht, also muss ich das die Bildadresse kopieren. Jetzt bin ich gespannt, was da rauskommt. Steuerung V. Das ist eine Google-Adresse. Die will ich so nicht. Und lösche da alles wieder raus. Deshalb öffne ich jetzt das Bild in einem neuen Tab. Absetz hier dran. Bildadresse kopieren. Jetzt sollte die einigermaßen vernünftig sein. Ist es immer noch nicht. Also suche ich im Zweifel weiter. Oder ich speichere dann einfach dieses Bild. Sichere ich in den Downloads. Und jetzt kann ich das Bild nehmen und hier reinziehen. Lade das Ganze hoch und habe dieses Bild hier. Auch diesen Hersteller kann ich aktualisieren. Habe kein Interesse, dass die Daten für mich persönlich gespeichert werden. Und dann habe ich noch den dritten Hersteller und ich glaube, dann nähern wir uns auch der Herstellerneutralität so langsam an. Ich gehe hier zum neuen Inhalt anlegen, nehme die Firmenbezeichnung. Mitunter ist es tatsächlich schwierig, auch Inhalte zu kopieren. Manchmal muss man abschreiben, das kommt immer darauf an, welche Sicherheitsrichtlinien dann so ein Hersteller auf seine Webseite anlegt. Wusste vorher auch nicht, dass dieser Hersteller aus Österreich kommt. Es ist immer schön, sowas zu lernen. Mich freut es zumindest. Ich ermittle die Koordinaten. Das Bild kann ich jetzt auch schon. Ich vergesse immer, dass ich nicht in Windows bin. Wir können hier verschiedenste Bildtypen laden. Das gibt im Moment noch ein Problem, wenn weißer Schrift vor transparentem Hintergrund ist. Aber das kriegen wir noch behoben. Das heißt, wir hinterlegen die Daten einmal. Erstmal, ich hinterlege die Telefonnummer. Da passe ich auch nichts an. Wir gehen davon aus, dass wir alles, was wir je brauchen, entweder im Einzelfall klein anpassen können. Ja, kopieren. Oder wir machen es automatisiert im Gesamten. Jetzt habe ich offenbar nicht kopiert. Steuerung Z funktioniert im Übrigen beim Einfügen auch. So, habe jetzt die richtige Sache hinterlegt. Das Impressumfeber noch, das ist mir persönlich das Wichtigste, wenn man, wie gesagt, gerade im asiatischen oder auch im amerikanischen Bereich teils ewig danach sucht, wo die denn sein kann, ist oft in den Terms and Conditions versteckt und das ist dann durchaus auch ärgerlich. Für mich aber auch eine schöne Übung, um festzustellen, ist ein Hersteller für mich seriös oder möchte ich da zumindest nochmal genauer nachgucken. So lege ich die Lösungen an. Uns ist das Wichtigste, eine Webseite zu haben und einen Titel. Alles Weitere können wir dann auch bei Bedarf ergänzen. Wir freuen uns natürlich über einigermaßen vollständige Datensätze. Bei asiatischen Herstellern finde ich ganz oft keine wirkliche Adresse, so bei ihm hier. Ich mache das mal größer. Da war auf der Verpackung dieses hier drauf geschrieben und ich habe tatsächlich keine Anschrift. Ich habe keine wirkliche Webseite, die wurde dann
ein bisschen noch gefunden. Hier in der Webseite war ein Schreibfehler drin. Das ist das, was wir gar nicht so selten erleben. Oder auch dieser Hersteller hat abweichende Angaben auf der Verpackung und auf der Webseite. Und da nutze ich dann diese Beschreibung, also als internes Feld, um nochmal zu sichern, von was ich denn ausgehe. Der Vollständigkeit halber lege ich jetzt noch die Lösungen an, die ich jetzt hier neu dazufüge und ergänze dann im Anschluss den Lösungsansatz. Ich fange mit dieser hier an. Da ist für mich jetzt wirklich die Frage, was nehme ich da? Ich mache jetzt mal diesen kompletten Titel rein und dann können Sie auch angucken und sagen, ist das jetzt ein schöner Titel oder ein unguter Titel? Er ist einfach sperrig für eine Suchanfrage. Schwierig, aber er bildet es zumindest ab, dass er komplett aus reflektierendem Material ist im Vergleich zu anderen. Brauche die URL. So, jetzt finde ich wahrscheinlich den Hersteller nicht. Das war Reflektor. Doch, er ist schon dran. Ansonsten hätte es sein können, dass ich den Cache auch nochmal leeren muss. Ich nehme das Bild auf. Und bin mit diesem durch. Aktualisieren. Nächsten Inhalt anlegen. Ich diesen Regenschirm. Jetzt merke ich, wird es mir hier ein bisschen zu eng. Und hier muss ich jetzt nach, das scheint hier der Titel zu sein. Das ist manchmal durchaus auch schwierig. Und hier ist es die Frage, was ich mit dazu nehme. Mit diesen Bildern kann ich am besten dieses Hands-Free andeuten. Möglicherweise kriege ich aber auch Ärger für Gesichter, die mit dabei sind. Das hier deutet jetzt durchaus ein Pflegeszenario auch ein Stück weit mit. Das hier ist doch was Schönes. Also wähle ich dieses Bild hier aus. Wir gehen davon aus, dass wir uns hier in einem rechtsfreien Raum bewegen. Also wir tun ja den Herstellern was Gutes, indem sie ihre Produkte da platzieren können, wo sie die Produkte auch, also wo Leute nach genau diesen Produkten suchen. Hier versuche ich jetzt mal diesen Kram hier hinten weg zu löschen und komme tatsächlich beim richtigen Regenschirm weiterhin raus. Also kopiere ich das. Das sind oft die Links, die nachvollziehbar machen, wo ich herkomme. Das war die Eber Firma und aktualisiere den. Dann öffne ich den nächsten. Hier habe ich dann geguckt, ob die auch einen einen Regenschirm haben, der LED-Lampen eingebaut hat. Das heißt, wie dieser Suchbegriff und dann Seite auf euroschirm.com und habe dann tatsächlich einen gefunden. Den hatte ich in dieser normalen Produktübersicht nicht gefunden. Das heißt, dieses Dorking kann eine gute Möglichkeit sein, nochmal Produkte zu finden. Ich fand hier auch keine Suchfunktion. Auch das ist nicht so selten bei Herstellern. So, ich kopiere den Titel. Nehme hier ein Bild, das alles andeutet. So, hier habe ich wieder was Kurzes. Das heißt, das hier. Und aktualisiere das Ganze. Dann habe ich hier noch einen Regenschirm, der extrem leicht sein soll, zumindest in diesem Hersteller. Ich bereinige nochmal den Link hier oben. Alles nach so einem Fragezeichen kann ich häufig wegmachen. Nicht zwangsläufig, aber häufig. Ein leichter Regenschirm kann sinnvoll sein für Menschen, die wenig Kraft haben, zumindest Handhaltekraft. Man muss dann überlegen, was passiert bei einem Sturm. Aber weniger Kraft ist weniger Kraft. So, ich habe richtig kopiert. Wenn jetzt wie hier, also ich habe gerade geschrieben,
Und wenn ich zu schnell schreibe, dann kommt manchmal der Browser nicht hinterher. Und dann hilft es eben nochmal einen Buchstaben anzuhängen oder mit den Cursor-Tasten nach links oder nach rechts zu gehen. Dann werden die Lösungen gefunden, weil manchmal einfach sehr viel schon im Speicher drin ist. Hier nehme ich ein beliebiges Bild. Es ist natürlich immer eingeschränkt, was wir hier machen, ne? Wenn es diesen Regenschirm in verschiedensten Farben gibt, wie hier der Fall, und wir haben nur einen und jemand sucht es nach zwangsläufig einem blauen, und blau ist das wichtigste Kriterium, dann haben wir hier ein Problem. Habe ich den vorher? Ja, ich habe es alle gespeichert. Ich lege nochmal einen neuen Inhalt an, habe jetzt den nächsten Hersteller. Hatte ich da auch schon was hinterlegt? Nein. Oder doch? Nein. Dann habe ich hier den ausgewählt, weil er extra groß ist. Das ist jetzt so was Typisches, wo ich sage, mit dieser Begriffsbezeichnung würde ich den nie finden in der Wikidatenbank. Dann ist es schon mal gut, wenn ich hier ein Schlagwort mit reinmache. Muss ich nicht zwangsläufig vielleicht nachher verschlagworte, aber schaden tut es nicht, wenn ich jetzt nicht mehr dazu komme. Das Schlimmste ist, wenn wir Lösungen im System haben, die nicht mehr gefunden werden, weil wir zu wenig verschlagwortet haben eben. Das ist jetzt der letzte Inhalt. Was wir auch machen können, wenn wir den Hersteller verlinken, deswegen brauche ich diesen Knirps hier auch gar nicht. Der Hersteller, der wird mit abgesucht. Das ist uns was recht wichtig ist, weil häufig wissen wir noch, von welchem Hersteller was kam, aber nicht, wie das Produkt genau hieß, und können es dann optisch zuordnen. Jetzt ist die Frage, was ich abbilde. Hier könnte das Tragendere sein, das ist klein und kann trotzdem reflektieren. Und deswegen nehme ich den hier. Ich könnte natürlich immer auch dieses zweite Bild mit dazu nehmen. Die Arbeit spare ich mir jetzt, weil ich keinen konkreten Fall habe, wo dieser Regenschirm drin hängt. Und dann ist es eben Arbeiten für die Halde. So, jetzt kann ich zurück zu meinem Lösungsansatz gehen und kann den erstmal bearbeiten. Das heißt, ich brauche die weiteren Kriterien und Lösungen und kann jetzt hier nochmal das neue Fenster öffnen mit den letzten Lösungen, die ich aufgenommen habe. Die 11.109, die hatte ich schon, und jetzt habe ich überall die 1.1.1.2. Das heißt, 1.1.1.2 sollte ich eingeben und er findet jetzt nichts, oder doch? Doch, er findet alles, das heißt, es ist alles schon im Cache drin, brauche ich nicht aktualisieren. Und fange an mit der 23, ich zähle mal durch, 24, 25, 26, 27 und die 28 und habe dann erstmal alle drin. Das zweite, was ich jetzt mache, ist, dass ich hier nochmal diese Suchbegriffe ergänze, da oben der Parasol. Und dann habe ich die Typen. Und dann habe ich hier den Ich nehme hier nicht alles mit auf. So ein Selbstverteidigungsschirm ist natürlich erstmal was Spannendes. Ich glaube aber für unser Thema nicht relevant. Genauso Motivstürm, Stützschirm ist nochmal was Spannendes. Das waren ja diese Stockschirme, die wir schon hatten. Wohl wissend, dass das jetzt nicht alles passt. Wir arbeiten dann später mit den Kriterien und können da dann nochmal unterscheiden. Und dann kann ich natürlich nochmal die besonderen Formen einbauen. Das würde ich jetzt erst später machen, wenn
es wirklich auch einen Fall gibt, wo wir das haben, aber dieser Portier- und Gastschirm, das spiegelt nochmal den großen Schirm wider. Und habe damit jetzt schon einiges drin. Wenn ich jetzt die Lösung anzeige, dann sollte wieder alles nicht hinterlegt sein. Wenn ich den Cache leere und jetzt die Lösung anzeige, dann habe ich zum einen mehr Suchbegriffe drin und ich habe mehr Lösungen. Die kann ich mir jetzt hier alle anzeigen lassen und merke, ich habe schon wieder einen Beitrag für das Wissen in dieser Welt gemacht. Das ist der Umgang mit den Herstellern. Wenn ich jetzt mit diesen Lösungsansätzen, die ich gefunden habe und den Lösungen, die es gibt, auf die Suche gehe und den Regenschirm eingebe, dann finde ich den Lösungsansatz. Das sind die Verschlagworteten oder die den Regenschirm auch im Namen drin haben. Wenn ich jetzt nach dem Parasol suche, dann finde ich nur den Lösungsansatz. Wenn ich hier oben suche, natürlich genauso und komme über diesen Lösungsansatz zu allen Lösungen. Das ist der Sinn und Hintergrund des Lösungsansatzes, den wir jetzt aus dem Tutorial Hersteller anbieten heraus angesprochen haben. Warum das Ganze? Wir wollen Hersteller und produktneutral beraten und deswegen müssen wir auch die Hersteller hinterlegen. Und in diesem Sinne verbleibe ich wie immer mit den Worten: Wiki weiß nicht alles, aber wenn wir unser Wissen teilen, dann wissen wir alle mehr.